Herzlich willkommen, lieber Wassermann, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 20. Februar bis zum 1. März. Das ist die erste Dekade im Sonnenzeichen Fische und wir verlassen jetzt so langsam die luftige Energie des Wassermanns und kommen in die wässrige Energie des Fischen. Und das beeinflusst uns alle mehr oder weniger stark. Und da schauen wir mal, wie die Energien so für dich aussehen. An diejenigen, die in der dritten Dekade des Wassermanns geboren sind, möchte ich auch noch euch herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag sagen. Ja, wir fangen jetzt mal an. Also eine Karte für dich, lieber Wassermann, für diesen Zeitraum. Es sind zwei Karten. Das ist aber wirklich jetzt nicht vorgesehen. Ja, das muss eindeutiger sein. Also jedenfalls bei dieser Position. Das hatte ich eigentlich, glaube ich, noch nie. Okay. Oh, der Stern. Ja, das ist ja schön. Ja, weil das ist auch deine Karte, lieber Wassermann. Diese Karte symbolisiert dein Sternzeichen, aber diese und. Ne, nicht aber, und diese Karte spricht halt davon, dass man wirklich sehr stark in dieser Zeit inspiriert werden könnte. Spricht von Neuinspiration und Zukunftsvisionen. Ja, dass man halt auch sehr weit in die Zukunft blicken kann und sich auch neue Wünsche vorstellen kann, neue Ziele vorstellen kann und neue Ideen. Und diese Karte spricht auch davon, dass auch jetzt in der Gegenwart ein Wunsch in Erfüllung gehen könnte. Wunscherfüllung ist auch Teil dieser Karte. Ja, und da schauen wir mal, auf welche Themen sich das so bezieht in deinem Leben. Also in der Vergangenheit gab es eine Situation, die dich sehr zufriedengestellt hat, ne? Die dir ein sehr schönes, angenehmes, warmes Gefühl gegeben hat. Und ja, in diesem Gefühl konntest du dich auch zurücklehnen, hattest auch sehr viel Selbstbewusstsein dadurch bekommen, sehr viel Selbstwertschätzung. Und dadurch ist es natürlich auch durch dieses Gefühl haben sich halt auch schöne soziale Interaktionen eingestellt. Jetzt aktuell der König der Scheiben, eine Hofkarte der Erde, also nicht deine Energie, du bist ein Luftzeichen. Erdenergie, das könnte Steinbock, Stier oder Jungfrau sein, eine Person, die du treffen wirst, begegnen wirst. Eventuell eine bodenständige Person. Diese Karte spricht auch davon, etwas unter Kontrolle zu haben, ne? Vielleicht ist diese Karte auch auf dich bezogen, dass du diese Charaktereigenschaften des Königs der Scheiben zeigen musst. Diese Karte spricht von finanzieller Stabilität und Verwirklichung von etwas, Ziele konkret zu verwirklichen. Fleiß, ne? Fleiß und Pflichtbewusstsein. Realität sind praktische Umsetzung, praktische Ziele. Vielleicht
Musst du diese Qualitäten zeigen? Aktuell oder jetzt in naher Zukunft? Es wird auf jeden Fall dazu führen, dass du in einem gewissen Thema neue Begeisterung zeigst. Da beginnt ein neuer Zyklus auf der Feuerebene für dich. Also neue Tatkraft, neue Begeisterung kann auch für starke Anziehungskräfte zu einem Menschen stehen. Ne? Auch die Lebensfreude, die Lebenslust, die Sexualität ist hier auch gemeint. Dass du da neue Energie finden wirst. Erfrischende Energie auch. Ne? Also schauen wir uns das mal genauer an, um welche Themen es da bei dir drehen könnte, handeln könnte. Okay, wow. Okay, hier zeigt sich schon, dass du du jemanden kennenlernen könntest, ne? Der diese der diese Scheibenfeuerenergie ist. Da sehe ich einen Menschen. Jetzt kann natürlich trotzdem sein, dass du auch die Qualitäten des Ritter der Stäbe zeigen musst, dass das auf dich bezogen ist. Aber bei vielen sehe ich hier eine andere Person, eine Erde-Feuer-Kombination. Das könnte also Widder oder Stier sein. Muss aber nicht unbedingt, kann auch allgemein ein Feuerzeichen sein. Kann auch allgemein ein Erdzeichen sein. Ist auf jeden Fall eher eine Person, entschuldigt bitte, ist auf jeden Fall eher eine Person, die so ein bisschen reifer ist als ihr, ein bisschen stabiler im Leben steht, vielleicht auch älter. Und hier zeigt sich schon wieder, das ist die gleiche Karte, ne? Schon wieder das Ass der Stäbe. Deswegen denke ich, diese Leidenschaft, die könnt ihr mit dieser Person teilen, dass da sehr starke Anziehungskräfte zwischen euch besteht. Hier zeigt sich nämlich auch noch, dass die sechs der Stäbe, also hier zeigt sich eine Errungenschaft, eine Eroberung. Eine Eroberung von eurer Seite oder des Gegenübers. Auf jeden Fall irgendjemand siegt hier, ne? Über etwas, also nicht, ja, über etwas Vergangenem. Hier zeigt sich eine Siegesfeier. Also, ja, es geht ganz schön heiß her, würde ich mal sagen, ne? Also hier zeigt sich sehr viel Feuer, Leidenschaft und Freude auch, ne? Selbstbewusstsein, Tatkraft, richtig viel Energie um dich herum. Also ob du jetzt jemanden kennenlernst oder schon oder jemanden in deinem Leben hast, der diese Charaktereigenschaften hat, wenn das nicht der Fall ist, dann betrifft das voll und ganz dich. Und dann bist du eben auch so oder so, bist du super voller Energie, voll energetisiert, ne? Voll energetisiert. Das ist wirklich krass. Also auch wirklich nicht nur gut für Sexualität und Partnerschaft, Leidenschaft, sondern eben auch ja, für die Arbeit. Das ist auch total toll, ne? Für Ideen und Projekte umzusetzen. Kann sich eben auch auf beide, also auf dein gesamtes, also auf alle Bereiche in deinem Leben auswirken, ne? Diese starken, feurigen Emotionen. In der Vergangenheit. Ja, wunderschön. Ja, da war einfach, da spiegelt sich einfach nochmal die vier Kelche wieder. Ne? Also irgendwas war auf jeden Fall jetzt in deiner kürzlichen Vergangenheit,
was einfach zu sehr viel Frieden in dir geführt hat, zu sehr viel Optimismus, zu sehr vielen schönen Gefühlen dir selbst gegenüber und deinen Mitmenschen. Und vielleicht hast du tatsächlich jemanden Neues kennengelernt bereits, ne? Und hier zeigt sich auch Zwillinge, ne? Vielleicht auch Zwillinge. Hier zeigen sich auf jeden Fall auch erste Verliebtheitsgefühle, ne? Zarte Bande. Irgendwie sowas Zartes hat diese Karte hier, diese drei Kelche. Und auf der, ja, und die Emotionen, die fließen einfach, ne? Also da gibt es sehr viel Harmonie, auch eine Versöhnung, ne? Vielleicht hast du dich letztens mit einer dir sehr nahestehenden Person versöhnt. Und das führt jetzt alles dazu, dass du dieses Feuer in dir entfachen kannst. Da lodert dein Herz auf, ne? Voller Leidenschaft. Also so fühlt sich das so hier, also so kann man das so sehen. Ja, total spannend. Die Transformation setzt ein. Also es gibt vieles in deinem Leben, was sich jetzt verändert, was jetzt transformiert. Auch also es kann sich auch wiederum auf alles Mögliche beziehen, auf viele Bereiche, auf Projekte und auch auf Beziehungen. Ja, etwas transformiert und du kannst auch vieles hinter dir lassen, was dir nicht mehr gut tut. Und neue Impulse setzen. Und das Schöne ist hier mit den Acht der Scheiben hinzukommt als Energie, ist, dass du hier wirklich was Bodenständiges, lang andauerndes dir aufbaust. Hier werden wichtige Impulse gesetzt, die zu stabilen Wachstumsprozessen führen, die organisch wachsen, die alles aufblühen lassen. Also, und das ist dir auch sogar auch bewusst. Das ist dir auch klar. Irgendwie das ist dir auch sehr bewusst, was hier so passiert. Und du bist offen für diese Veränderung, ne? Du bist bereit, auch viel Verantwortung für Zukünftiges zu übernehmen. Ja. Ja, hier zeigt sich eine ganz andere Energie, die Prinzessin der Kelche. Ein Wasserelement. Das kann jetzt auch zweierlei bedeuten. Eben auch wiederum ein anderer Mensch oder diese Karte ist auf dich bezogen. Hier zeigt sich, Wasserenergie ist halt eher Wasser, also Fische, Krebs oder Skorpion. Diese Karte ist sehr unterschiedlich zu diesen beiden Personen. Also das ist auf jeden Fall nochmal eine andere Energie. Das heißt, entweder drei Möglichkeiten, ne? Entweder dein Gegenüber ist dieser König-Ritter, diese Scheiben-Feuer-Kombination und du erfährst in dieser Leidenschaft auch immer stärkeren Zugang zu deiner wässrigen, emotionalen, weichen, auch kindlichen Seite, ne? Also diese Karte ist sehr jung. Oder eben andersrum, ne? Dass du diese Scheiben-Feuer-Kombination bist und dass jemand, der diese Charaktereigenschaften der Prinzessin der Kelche hat, immer wichtiger wird in deinem Leben. Oder du lernst tatsächlich noch mal eine dritte Person kennen.
Das ist auch möglich. Oder diese Karte bezieht sich absolut von vornherein auf dich, sowohl wie diese Karten, und dass das alle drei deine Energie sind. Das könnte auch sein. Die Prinzessin der Kelche ist auf jeden Fall sehr empfindsam und hat sehr sensible Antennen, ne? Die ist sehr empfindsam, spürt viel, nimmt sehr viel wahr. Und wie schon gesagt, diese Karte ist sehr jung, es geht sehr unerfahren mit der Welt um, so also bläuäugig, aber ja, es ist ja auch manchmal eine sehr, also so richtig traumtänzerisch, ne? So könnte man das sagen. Es kann sein, dass zum Ende dieser Dekade, also ab dem 24., diese Charaktereigenschaften präsenter bei dir werden, ne? Wichtiger. Oder dass du da eben über dieses Wochenende jemanden kennenlernst, der diese Eigenschaften hat. Aber ich sehe das tatsächlich eher bei dir, diese Emotionen. Weil die hier so im Be Unterbewusstsein ist. Da kommt etwas hoch, wodurch du da ganz durchlässig wirst. Ja, und wir haben ja am 24. haben wir einen Feiertag. Naja, ist kein richtiger Feiertag, aber Weiberfastnacht, genau. Also an diejenigen, die in ihrer Region Karneval oder Fasching feiern oder Fastnacht, ne, da ist ja natürlich der 24. so ein entscheidender Kipppunkt. Ansonsten für die anderen so ist es eher ein bisschen später, würde ich sagen, ne? Also das Wochenende, dass sich die Energien hier so drehen. Und mal gucken, was sich da so ändert. Also das gilt jetzt auf jeden Fall so für den 24., 25. und natürlich darüber hinaus, aber vor allem in dieser Zeit. Und mal gucken, wie es weitergeht. Und die Prinzessin der Stäbe wirkt eher danach, ne? Also das ist dann eher das, was dann kommen wird. So viele Personenkarten, ne? So viele Personenkarten. Also könnte auch einfach sein, dass das ein Hinweis darauf ist, dass auch viele Menschen um dich herum sind. Das könnte, ne, also auch gut sein. Hier haben wir einen Ritter der Schwerter. Jetzt sind wir endlich mal bei deiner Energie. Interessant ist, dass wir immer noch auf dieser Ritterebene sind, ne? Es sind alles Ritter. Hier heißt er zwar König, aber es ist auch, also gleichwertig ist es ein anderes Deck, deswegen, aber Ritterenergie. Deswegen, diese drei Karten sind eine Person, ob das jetzt du bist oder dein Gegenüber. Hier zeigt sich halt etwas Bodenständiges. Du bringst praktische Pläne da rein und setzt etwas konsequent um. Setzt etwas auch auf stabilen Boden und machst dir praktische Pläne. Da kommt wirklich eine ganz andere Energie so rein irgendwie. Gucken wir mal weiter. Oh, drei Karten sind zu viel. Das wird dann zu uneindeutig. Einmischung. Ja, die gesamte Zeit könnte von etwas Chaos umgeben sein. Es könnte sein, dass um dich herum, also das ist nicht in dir drin. Ich finde, du bist ziemlich klar. Aber in deiner Umwelt gibt es vielleicht so ein paar chaotische Vorfälle. Vielleicht auch Kommunikationsprobleme. Vielleicht ein paar Missverständnisse, die aus der Welt geräumt werden, ja, ne? Also die einfach besprochen werden müssen. Aber das ist alles
mehr im Außen. Deswegen, wenn dir diesbezüglich, wenn irgendwas diesbezüglich auf dich zukommt, dann lass dich davon nicht aus der Ruhe bringen. Ich finde, du hast eigentlich, dein innerer Zustand ist ziemlich klar. Das hat dann nichts so direkt mit dir zu tun. Manchmal kann man auch so ein Chaos ja auch manchmal ganz produktiv nutzen. Also es ist auf jeden Fall auch viel los. Der Kaiser. Der Kaiser ist natürlich, deutet auf Widder hin, Widder, ne? Der Kaiser ist natürlich die Kombination aus dem König der Scheiben und dem König der Stäbe, beziehungsweise Ritter. Egal. Also auch so eine Erde-Feuer-Kombination. Also entweder du wirst von deiner Umwelt als der Kaiser wahrgenommen, oder da ist eben diese Person in deinem Umfeld, die diese Energie da reinbringt. Der Kaiser ist wirklich eine sehr selbstbewusste Energie, ne? Auch dieser Mensch ruht in sich, ne? Der weiß, was er will und der hat sehr viel, der blickt einfach mit sehr viel Optimismus auf etwas, ne? Also kann sein, dass du von deiner Umwelt als sehr souverän wahrgenommen wirst, sehr stark und sehr solide. Ein verlässlicher Mensch, ne, der Verantwortung tragen kann, auf den, der auch einfach so eine natürliche Autorität ist. Ah ja, spannend. Ja. Was auch immer da dir passiert, ich habe den Eindruck, für dich ist das ein gewaltiger Schritt, den du da machen wirst mit diesem Ast der Stäbe, ne? Und das ist für dich wirklich ein neues Gebiet, in dem du dich da auslebst. Kann natürlich auch wirklich eine sehr neue intensive Partnerschaft, auf eine sehr intensive neue Partnerschaft hindeuten. Kann sich aber auch auf andere Lebensbereiche beziehen. Ich sehe hier einfach, dass die Furcht vor diesem Schritt in euch sehr hoch ist. Also ihr habt wirklich sehr, ihr seid wirklich mit tiefen, auch alten Ängsten konfrontiert. Und das absolut unbegründet. Ich sehe hier, es ist absolut unbegründet und das Gegenteil wird passieren. Es ist das Gegenteil. Hier sehe ich den Genuss. Also es wird wunderschön, diese Erfahrung. Deswegen seid mutig und geht diesen Schritt. Ja, diese Karte steht auch für Mut, ne? Hier ist sehr viel Mut. Richtig viel Mut. Und ihr braucht den Mut auch, weil ihr habt auch richtig viel Angst, ne? Da gibt es viel zu überwinden, aber es wird absolut toll. Es ist, diese Angst ist so sehr unbegründet. Das ist, der Mond ist auch die Schwellenangst, die man empfindet, wenn man ein neues Land betritt. Das ist ungefähr so, ihr seid in einen dunklen Raum, ihr betretet einen dunklen Raum. Und ihr wisst einfach nicht, was da drin ist. Der könnte auch keinen Boden haben, ne? Oder irgendwas. Oder ihr wisst einfach nicht, welche Eigenschaft dieser Raum hat. Und ihr geht aber trotzdem rein. Und in dem Moment, wo ihr den ersten Schritt gemacht habt, merkt ihr, das ist einfach ein Schlaraffenland oder so, ne? Also es ist wirklich einfach nur zauberhaft, Licht geht an und ihr merkt, wow, zum Glück habe ich diesen Schritt gemacht.
So eine Angst ist der Mond. Also man ist mit sehr intensiven Ängsten konfrontiert. Aber das sind nur Ängste, die man auch wirklich überwinden kann, ne? Also keine nichts Pathologisches, ne? Also es sollte nichts, also wenn ihr diesbezüglich das fühlt, dann gehört das wirklich zu diesem Entwicklungsschritt und ihr werdet auf jeden Fall auch gleichsam mit ausreichend Mut ausgestattet sein. Und danach, also hier zeigt sich auch tatsächlich in diesem Genuss ein schlaraffenlandähnlicher Zustand. Das kann man nicht anders sagen. Hier ist wirklich Genuss pur, Liebe, Emotion. Auch so auf so eine hochwertige Art, ne? Also wirklich Luxusgefühle, ne? Luxusgenuss. Also wirklich Schlaraffenland. Das wartet auf euch. Also geht durch diese Tür, ne? Das ist, seid mutig. Wirklich eine sehr spannende Legung. Es geht ja auch ein Wunsch in Erfüllung, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ha. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Was der Mond so euch für einen Ratschlag gibt. Ein Ratschlag vom Mond. Oh, lass Stolz nicht in deinen Weg kommen, ne? Lass dir Stolz nicht in deinen Weg sein. Ja, interessant. Vollmond und Löwe. Ja, also überwinde deinen Stolz, ne? Also, das ist jetzt nicht so dienlich. Sei mutig und stark und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit. Ja, lieber Wassermann, ich hoffe, dass dich diese Legung inspiriert hat und dass sie dir gut gefallen hat. Ich wünsche dir ja, eine wunderschöne Zeit und alles Gute und hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis bald. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr das nicht bereits schon getan habt. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr über eure Kommentare und wenn ihr noch weitere persönliche Fragen habt oder ihr vielleicht in einer besonderen Lebenssituation seid, dann könnt ihr auch sehr gerne eine individuelle Kartenlegung bei mir bestellen. Auf meinem Etsy-Shop, der Link befindet sich in der Videobeschreibung, könnt ihr ein Video so wie dieses persönlich auf euch zugeschnitten bestellen. Die Videos haben eine Länge von 10, 20 oder 30 Minuten. Schaut einfach mal vorbei. Ich freue mich auf euch. Von Herzen alles Gute und bis bald.